Ich persönlich freue mich sehr, dass wir eine tolle Location gefunden haben hier an einem Knotenpunkt von Hannover. Und ich freue mich auch sehr, dass wir ein sehr energieeffizientes Gebäude hier beziehen dürfen. Wir kommen aus einer ganz anderen Welt, von einem Bürostandort Baujahr 74, wo wir mehr die Umgebung erwärmt oder geheizt haben als denn die Büros. Und insofern ist das schon toll, ein Gebäude beziehen zu dürfen, das hier Maßstäbe setzt. Und das passt sehr gut zu E.ON und auch zum Geschäftsmodell von E.ON. Der Umzug von etwa 700 E.ON-Kollegen an diesen Standort und in ein hochenergieeffizientes Gebäude leistet auch einen Beitrag zur Nachhaltigkeits- und Umweltstrategie von E.ON. Unser Anspruch ist es, umweltfreundliche, klimaneutrale Produkte für unsere Kunden herstellen und bereitstellen zu können, aber natürlich auch, dass wir selber entsprechend nachhaltig arbeiten. Und für die Büroarbeitsplätze heißt das, dass wir in energieeffizienten Büros arbeiten wollen und dass wir auch hier Maßstäbe setzen wollen. Insofern ist es ein Beitrag, ein kleiner Beitrag, auch für die E.ON Nachhaltigkeitsstrategie. Ich stelle mir vor, dass wir das auch ein Stück weit nutzen werden in der ESG-Berichterstattung, um zu zeigen, was wir tun, um hier einen Schritt weiter zu sein als andere, auch unsere Wettbewerber. Ich glaube, dass Bob hier in Hannover auch Ausstrahlungswirkung hat für andere E.ON-Standorte. Wir werden hier mit Sicherheit und nach allem, was ich überblicken kann, einen Standard oder einen Maßstab eben setzen. Und da werden sich sicherlich auch andere Gesellschaften und andere Bürostandorte in Zukunft daran orientieren. Das ist sicherlich beispielgebend und vielleicht wird es auch weitere Projekte ähnlicher Art geben, die dann in Zukunft realisiert werden, vielleicht dann auch mit Bob.